Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's mal wieder von mir ein Haul-Video. Und zwar habe ich mal wieder zugeschlagen bei Shein. Und ich dachte mir, natürlich werde ich euch die Sachen nicht vorenthalten und für euch ein Haul-Video drehen. Ich habe euch alle Produkte, die ich bestellt habe, unten in der Infobox verlinkt. Und übrigens, meine Lieben, es gibt Neuigkeiten. Denn ich verlinke eigentlich so gut, es geht immer alles bei Instagram, weil ich gerade anhabe oder die Bilder, die ich poste, und ich dachte mir, okay, die Stories bleiben meistens nur 24 Stunden und bei den Bildern ist es halt auch so, dass ich lieber manchmal Zitate poste, statt die Sachen zu verlinken, und genau deshalb habe ich endlich ein 21 Button Account erstellt. Das heißt, die Produkte sind alle verlinkt. Ich werde alles, was ich auf Instagram poste, auch bei 21 Buttons posten. Und ich könnte direkt meine Klamotten, die ich verlinkt habe, shoppen. Es ist viel, viel einfacher so. Ich habe euch natürlich auch den Link von 21 Buttons unten eingefügt. Und so seid ihr halt immer up to date. Und ansonsten halt auch in meinen YouTube-Videos, da habe ich euch nochmal die Sachen verlinkt. Okay? So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die Teile, die ich eingekauft habe. Einiges ist dabei, wo ihr auch danach gefragt habt, weil ich auch einiges im Urlaubsmantel anhatte, wo ich letztens in Izmir war. Und genau jetzt werde ich euch auch die Teile zeigen, natürlich auch angezogen. So, ich möchte anfangen mit dem ersten Teil. Übrigens, das Teil, was ich gerade anhabe, ist auch von Shein. Ich glaube, ich habe es beim letzten Haul schon gezeigt, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn nicht, dann werde ich euch einfach mal dieses Oberteil auch einmal verlinken. Und da könnt ihr halt auch zurückgreifen, falls ihr fragen solltet, wo ich das habe, was ich gerade anhabe. So, das nächste, was ich euch gerne zeigen möchte, ist auch wieder mein Oberteil. Ich habe dieses Oberteil bei Naked gesehen und es war ausverkauft. Und habe es dann auch nochmal bei Shein gesucht. Und ich hatte es bei Shein gefunden. Natürlich gab es dort meine Größe. Ich bestelle bei Shein immer die kleinste Größe. Und dazu gehört halt auch dieses Oberteil mit Puffärmeln. Ich finde sowas ja sehr, sehr schön, vor allem wenn man das nach vorne knoten kann und das Ganze kombiniert mit ganz viel Schmuck, sieht das richtig edel aus. Ich habe das bei Negin Missalehi gesehen und ich fand das so schön, dass ich das auch unbedingt haben wollte. Und ja, gibt es einmal bei Shein. Und ich habe halt auch einige Zweiteiler dort bestellt, die ich euch auch zeigen möchte. Wie zum Beispiel diesen Zweiteiler in dieser süßen Farbe. Das ist einmal so eine Hose. Die ist auch High-Waist und vorne könnt ihr das Ganze halt auch nochmal schnüren. Und das passende Oberteil dazu, das ist vom Schnitt her einfach so wunderschön, dass ich das unbedingt haben wollte. Früher, wo ich schwarze Haare hatte, wollte ich nie diese Farben anziehen, weil es mir einfach nicht stand. Ich fand, das sah irgendwie dann zu krass aus. Aber mit der hellen Haarfarbe trage ich total gerne rosa zum Beispiel. Das Einzige, was mich an diesem Zweiteiler wirklich nervt und stört, ist die Tatsache, dass es durchsichtig ist. Ich muss ehrlich sein zu euch. Ich muss schauen, wie ich das Ganze handle und was darunter anziehe, dass man es nicht sieht und dass man vor allem halt auch nicht meinen Allerwertesten sieht. Es ist leider ein bisschen durchsichtig, aber nichtsdestotrotz finde ich das einfach so schön und vor allem halt auch angezogen sitzt das super. Ja, genau. Einmal das. Ich werde euch jetzt einfach alles mal ganz schnell zeigen. Ihr kennt ja mich und ich zeige ja alles angezogen. Das ist ja das Wichtigste. Und die Preise von Shein sollte euch jetzt auch eigentlich schon bekannt sein. Mittlerweile die Sachen sind nie teurer als 20, 24 Euro und deshalb ganz perfekt. Dazu gehört auch zum Beispiel ein babyblaues Kleid. Ich stehe ja total auf Babyblau und deshalb habe ich mir auch dieses Kleid bestellt. Es ist auch mit einem Off-Shoulder. Und wir haben vorne noch diese Schnürung. Ich finde solche Kleider immer ganz praktisch. Zum Beispiel, wenn ich in den Urlaub fliege, dann ziehe ich sowas gerne an, wenn ich zum Frühstücken gehe. Oder ja, einfach so, wenn ich einfach so einen gechillten haben möchte. Dann trage ich super gerne diese Kleider. Die sind halt auch vom Stoff her ganz toll. Und dieses Kleid zum Beispiel ist gar nicht durchsichtig. Es ist ganz, ganz angenehm zu tragen und es sitzt auch alles perfekt. Das ist auch super bei Shein. Die Klamotten, die ich dort bestelle, sitzen zum größten Teil alle perfekt. Und das ist halt auch bei diesem Kleid der Fall. Okay? So, dann habe ich noch etwas, ein Zweiteiler. Ich habe es euch in meinem Vlog gezeigt, wo ich in Izmir auf einer Hochzeit war. Ich hatte geschrieben, es war eine türkische Hochzeit, aber es war eine kurdische Hochzeit. Und da habe ich halt diesen Zweiteiler angezogen. Und ihr wart alle so hin und weg von diesem Zweiteiler.
dass ich euch das jetzt einfach mal hier zeigen möchte. Dieses Kleid ist versehen mit Fransen und das Oberteil auch. Und das Geile an diesem Kleid ist, dieses Kleid gibt es bei Shein in vielen verschiedenen Farben. Und es war auch auf der Hochzeit ein Hingucker. Die Farbe ist sehr intensiv, die Qualität ist ganz toll. Und das Kleid sitzt perfekt. Ich fand es in Rot einfach sehr, sehr schön. Und es ist einfach so ein, ich sag mal, mein Latina-Kleid oder Latina-Zweiteiler. Gibt es, meine ich, auch noch in Gelb und in Pink. Und ich glaube, ich habe es auch in Grün gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber Rot mit solchen Fransen ist schon, ja, nice, würde ich sagen, ne? Genau, einmal das. Dann habe ich noch ein anderes Zweiteiler. Ich liebe einfach diesen Zweiteiler und ich habe es auch schon 3-4 Mal angezogen, weil ich es so schön finde. Das ist einmal dieser Rock hier. Dieser Rock ist übrigens schief geschnitten. Das heißt, es ist extra so gemacht. Wenn man sich das so anguckt, denkt man sich, hey, was ist denn damit los? Aber es ist so, wenn ihr das trägt, dann verläuft das links runter, sodass die Beine halt damit, ja, schon ein bisschen sexy aussehen. Also auf einer Seite sehen die halt so länglich aus. Und wenn ihr das Ganze noch mit High Heels trägt, dann auch sehr, sehr schön. Und das Oberteil davon ist dann halt langärmlich, was ich auch super finde, wenn man so einen kurzen Rock trägt, dann möchte man halt obenrum nicht so nackt aussehen. Ich finde die zwei in Kombination einfach so schön. Und ich wurde in der Stadt auch von zwei Mädchen auf dieses Outfit angesprochen, weil sie es so toll fanden. Und dann habe ich denen gesagt, ja, ich habe es bei Shein bestellt und die sind halt auch nicht teurer. Ich weiß nicht, wie teuer dieser Zweiteiler war, aber es war nicht so teuer, soweit ich mich entsinnen kann. Ne? So, jetzt machen wir weiter mit einem anderen Kleid, wonach ihr mich auch sehr, sehr gefragt habt, weil ich ein Foto damit gepostet habe. Ich habe euch das jetzt nicht angezogen gezeigt, weil ich damit ein Foto gemacht habe, da kann man es sehr gut erkennen. Das ist dieses Kleid hier, es ist rosa. Doch, ich habe damit ein Instagram-TV-Video gedreht, da zeige ich euch das Kleid auch angezogen. Und es ist auch etwas, was super toll sitzt. Es ist ein Stretch-Kleid, es sitzt eng und es macht eine ganz, ganz tolle Figur. Wenn ihr zum Beispiel ein bisschen Probleme habt, dass ihr ein bisschen Bauch habt und das gerne kaschieren möchtet, dann bin ich ganz ehrlich zu euch, dann könnt ihr das mit so einem Kleid nicht kaschieren. Es kommt schon hervor und ja, es ist halt sehr, sehr figurbetont. Ne? Es sitzt haucheng, weil es halt, ihr seht das ja so, wie eng das ist. Und das ist dann auch noch Stretch. Man sieht einfach alles. Und ja, aber ich muss es trotzdem haben. Genau, das Kleid habe ich euch natürlich auch unten nochmal verlinkt. Ich habe mir noch ein grünes Oberteil bestellt, weil ich die Farbe so schön fand. Und zwar ist es in so einem Pistaziengrün. Erinnert mich irgendwie an Pistazieneis. Ich liebe aber diese Art von Farben. Ich weiß nicht, in letzter Zeit mag ich es auch sehr bunt. Und deshalb habe ich dieses Oberteil gesehen und mich direkt darin verliebt, weil ich es vom Schnitt her auch toll finde. Und es ist halt vom Stoff her so ein, was soll ich sagen? Wie kann ich das dann erklären? Es ist ein leichter Stoff und es ist wie so eine Bluse. Und sowas könnt ihr halt auch super im Herbst tragen, weil ich das einfach so, ja, passend zum Herbst finde einfach. Falls ihr es nicht so trist mögt und nur braune oder orangene Töne tragen wollt, dann könnt ihr das auch sehr schön mit so einer Farbe. Ich finde zum Beispiel diese Farbe, wenn rothaarige Frauen sowas tragen oder Giftgrün tragen, ich finde, das sieht so schön aus. Es ist sogar schöner bei rothaarigen Frauen als an mir. Und falls ihr rothaarig seid, dann empfehle ich euch echt, tragt viel Grün. Ich finde, es schmeichelt euch sehr und dazu gehört halt auch dieses Oberteil, ne? So, dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Zweiteiler. Es ist für mich eines meiner Lieblingszweiteiler. Ich finde es einfach so schön und so feminin, dass ich es unbedingt haben musste. Sorry, die Sachen, die ich euch auch zeige, die sind jetzt nicht wirklich gebügelt. Das sieht man auch manchmal bei den getragenen Sachen, aber ist ja nicht so schlimm. Zum Beispiel dieser Zweiteiler in dieser Farbe ist einfach so wunderschön. Ich musste es einfach nur wegen der Farbe haben und weil es mit so einem Blazer und einem Rock matcht.
Ich trage es zum Beispiel mit einem weißen Oberteil. Das Ganze sieht dann richtig elegant und sexy aus. Und ja, es ist ein Business-Look. Es ist ein Look, wo ihr ausgehen könnt. Es ist einfach so ein femininer, schöner Stil. Ne? Ja. Gott, es ist, ich finde es schwierig, über jedes Teil etwas anderes zu sagen, Leute. Ne? Aber ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile. Und es ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich mich öfters wiederhole, aber egal. Dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Teil. Es ist auch etwas, was ich so feiere, weil es die Farbe hat. Es ist gelb und gelb ist auch meine Lieblingsfarbe, weil es einfach so eine schöne, fröhliche Farbe ist. Ich habe diesen Jumpsuit gesehen und habe mir gedacht, okay, das muss ich unbedingt haben. Was mir daran gefällt, ist nicht nur die Farbe, sondern dass wir an den Beinen unten Rüschen haben. Dann machen wir auch schon weiter mit dem vorletzten Teil und bitte nicht wundern, es ist wieder ein Zweiteiler. Ihr seht, ich habe sehr, sehr viele Zweiteiler bestellt. Aber dieser Zweiteiler hat es mir schon angetan. Es ist halt so ein Hippie-Look-Zweiteiler. Ich stehe ja total auf diese Hippie-Zeiten und ich gucke mir halt auch gerne die Bilder an, wie die Frauen damals aussahen. Und das hat mich halt auch inspiriert. Und dazu gehört halt auch, das sind übrigens die Ärmel, ne? Dazu gehört halt auch dieses Oberteil und dazu die passende Hose in High Waist mit den silbernen Knöpfen vorne. Es ist so schön und auch die Farbe, ich mag dieses gestreifte Muster total und vor allem, dass die Farben in Pastell gehalten sind, ne? Genau, auch diesen Zweiteiler habe ich euch verlinkt. Ich habe euch alles verlinkt und es ist alles in demselben Shop, aber okay. Ja, jetzt das letzte Teil, was ich euch noch angezogen zeige, dann war es das auch schon von mir. Es ist einmal so ein Bandeau-Oberteil. Und dazu noch den passenden Rock. Der Rock ist lang und ist halt auch mit Blümchen versehen. Und wir haben einen Reißverschluss, auch wenn wir hier vorne einen Knoten haben. Das ist auch schon fest. Ich könnte das nicht öffnen und enger machen. Es ist alles schon fest. Und ich fand einfach so einen Zweiteiler in Schwarz auch sehr schön. Ich habe mir gedacht, ich so, warte mal, du hast irgendwie gar keine Zweiteiler in Schwarz in deinem Schrank. Deshalb musste ich auch einfach mal diesen Zweiteiler haben, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, meine Lieben, das war es eigentlich auch schon von mir und meinem Haul. Ich glaube, das ist offiziell mein letzter Sommerhaul, wobei ich sagen muss, ich habe wieder Sachen bestellt. Da sind auch noch ein paar Sommersachen bei. Aber mal gucken, was ich dann noch habe. Aber ich glaube, ich habe auch jetzt wieder ein paar Herbstsachen bestellt. Ja, ich weiß nicht, ich bin einfach so ein Sommermensch und ich möchte es einfach nicht wahrhaben, dass bald der Winter kommt. Also ich bin mit dem Sommer eigentlich noch gar nicht durch, möchte ich auch gar nicht. Und das spiegelt sich halt auch in meinem Einkauf wieder da. Aber okay, ja, was soll ich euch noch sagen, meine Lieben, außer, dass ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ich euch ein bisschen inspiriert habe. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua. Eure Soraya. Tschüss.